Erste Bleche fliegen. Ein Wissensfloater von Internetausbildung Technik mit Unterstützung durch das Technikmuseum Hugo Junkers in Dessau. Im Jahre 1878 machte an der Höheren Gewerbeschule in Wuppertal-Barmen ein Luftfahrtpionier der besonderen Art sein Abitur. Es war Hugo Junkers, der nach einigen anderen Firmen 1915 in Dessau eine Flugzeugfabrik gründete und mit der J1 das erste Gesamtmetallflugzeug entwarf und zum Fliegen brachte. Berühmtheit erreichte sein ab 1919 gebaute Junkers F-13, von der viele Exemplare produziert wurden. Noch heute wundert sich mancher, dass ein Ganzmetallflugzeug fliegen kann. Bis dahin bestanden nämlich die ersten Flugzeuge als Einflügler oder Doppeldecker nur aus einer leichten Holz- oder Stahlkonstruktion und der eigentlichen Flügelfläche aus textilem Material, wie es schon der Schneider aus Ulm 1811 beim Sprung von der Adlerbastei ausprobiert hatte. Der landete bekanntlich in der Donau. Es war einmal ein Schneiderlein, der lebte einst in Ulm. Er wollte sich, man glaubt es kaum, seinen größten Traum erfüllen. Er wollte fliegen. Er wollte einfach fliegen. Und endlich kam der große Tag. Alle hielten den Atem an. Die Menge fragte aufgeregt: Was will denn dieser Mann? Er wollte fliegen, er wollte einfach fliegen. Und das Gelächter, das erschallt, plumps lag er in der Donau drin. Klammheimlich schlich er aus der Stadt, er traute sich nie wieder. Er wollte fliegen, er wollte einfach fliegen. Junkers ging anders vor und eröffnete damit den Weg zur modernen Flugzeugindustrie und zum Luftverkehr. Im Werk Dessau wurde nämlich der damals relativ neue Werkstoff Duraluminium verarbeitet. Für Werkstoffleute Aluminiumlegierungen mit Anteil von Kupfer, Magnesium, Silizium, Mangan und Eisen, kalt aushärtbar. Dass es überhaupt möglich ist, mit einem Paar Flügel einen Auftrieb zu erreichen, hat etwas mit der Form der Flügel zu tun und mit dem sogenannten Anstellwinkel. Die Wölbung nach oben, der dicke Flügel, erhöht die Strömungsgeschwindigkeit auf der Oberseite und aus einem formelmäßigen Zusammenhang ergibt sich dabei ein Unterdruck, der den Flügel nach oben zieht. Das ist dann der Auftrieb. Das Prinzip Auftrieb, P mal V gleich konstant, für Fachleute M mal R mal T. P ist der Druck, V die Strömungsgeschwindigkeit. Oberes Bild, gleiche Strömungsgeschwindigkeit über und unter dem Flügel, kein Auftrieb. Unteres Bild, oben höhere Geschwindigkeit, weil längerer Weg. Es entsteht ein Unterdruckbereich, der den Flügel nach oben zieht. Es ergibt sich ein Auftrieb. Von der Junkers F-13 wurden 320 Maschinen gebaut, von denen 110 in Deutschland zugelassen wurden. Heute stehen einige Maschinen in den Technikmuseen in aller Welt.